Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und wir blicken nochmal zurück auf das Jahr 2023, in dem ich euch die Neuzugänge aus November und Dezember zeige. Da gibt es auch leider viel zu zeigen und viel zu erzählen in diesem Video, denn ich bin ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich habe im November den ein oder anderen Gutschein und Rabattcode eingelöst, hatte den ein oder anderen Spontankauf und was da alles bei mir eingezogen ist, das seht ihr in diesem Video. Los geht es mit einem Buch für ein Lesevorhaben, nämlich das Belesen der Literaturnobelpreisträgerinnen. Ich habe mir dafür ein Buch der südafrikanischen Autorin Nadine Gordimer gekauft. Das ist eines ihrer bekanntesten Werke. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, welche Bücher sonst noch von ihr empfohlen werden, habe mich dann aber hierfür entschieden. Grundsätzlich schreibt sie immer über Südafrika, die politische und gesellschaftliche Lage während und nach der Apartheid. Es geht viel um Rassismus, es geht um die Wunden, die Apartheid auch in die Gesellschaft geschlagen hat. Es geht um das Zusammenleben von Schwarzen und Weißen, es geht um Korruption in der Politik, es geht um Revolution und Auflehnung. Ich habe den Eindruck bekommen, dass ihre Werke generell sehr politisch sind und alle sehr gut aufgenommen wurden. Ich bin unheimlich gespannt, wie ich das empfinde. Ich hoffe, dass ich durch die Lektüre noch viel lerne über die südafrikanische Geschichte und Gesellschaft und bin einfach mal gespannt, welchen Eindruck ich bekomme. Ich finde es ja immer bisschen schwierig, wenn Weiße über Rassismus schreiben. Andererseits lebt sie vor Ort und war eben auch Aktivistin gegen den Rassismus und hat sich dafür immer eingesetzt. Also hatte sie sicherlich auch viele Einblicke in die Lebensrealität der Menschen vor Ort. Ich glaube, hier geht es auch oft um die politische Situation und wie sie sich im Privaten zeigt, in einzelnen Konflikten innerhalb von Familiengeschichten und wie sich das politische Klima bei den Individuen auswirkt. Ich hoffe, dass ich ein gutes Händchen hatte und mich für ein Werk entschieden habe, mit dem mir der Einstieg in ihr Werk gelingt. Ich habe das Ganze auf Englisch gekauft. Ich habe eine Leseprobe reingelesen und hatte den Eindruck, dass ich mit dem Englisch gut zurechtkommen werde. Ich hoffe, auch das bestätigt sich beim Durchlesen. Ich werde berichten. Außerdem habe ich mir ein Sachbuch bestellt, nämlich Too Big to Fail. Ein Buch über die Finanzkrise. Ich persönlich interessiere mich sehr für Wirtschaft. Also immer dann, wenn ich True Crime gucke, dann ist das bei mir eher nicht Mord und Totschlag, sondern das sind Wirtschaftsverbrechen. Die gucke ich am allerliebsten und informiere mich darüber auch sehr gerne. Ich habe schon einiges an Dokus geguckt über die Weltwirtschaftskrise, ihre Zusammenhänge und ihre Auswirkungen. Und finde das Thema aber nach wie vor unheimlich interessant und das ist mehr oder weniger das Buch, das immer empfohlen wird, wenn es um dieses Thema geht. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, das auch noch zu lesen. Ich bin mal gespannt, ob ich hier noch etwas Neues erfahre, das ich bisher noch nicht wusste. Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass ich sonst vorwiegend Dokumentation oder filmische Interpretationen des Stoffes gesehen habe, dass hier nochmal sehr viel mehr Fakten und Detailwissen drin steckt. Deswegen freue ich mich auf die Lektüre. Das wird sicherlich nichts, was ich so in einem Rutsch und ganz schnell weglese. Da ist sicherlich sehr viel Inhalt drin und vermutlich ist das auch nichts, was sich so ganz schnell weglesen lässt. Ich bin mal gespannt, in welchem Stil es geschrieben ist, ob es auch diesen Unterhaltungswert hat, den oft auch moderne Dokumentationen an den Tag legen. Grundsätzlich ist es aber einfach ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und deswegen wird es mich sicher nicht langweilen, aber ich brauche tendenziell immer etwas länger, um Sachbücher zu lesen, deswegen stresse ich mich hierbei auch nicht. Ja, das so viel dazu. Ich weiß gar nicht, ob euch das besonders interessiert, aber ich liebe alles Mögliche über Wirtschaftsverbrechen. Ich mag das auch total, wenn diese Skandale aufgedeckt werden, zum Beispiel von Wirecard. Da kann ich mir alles Mögliche an Dokumentationen und ähnlichem Podcast reinziehen. Also das interessiert mich unheimlich und sehr viel mehr als diese persönlichen Dramen, die bei True Crime oft behandelt werden. Ich mag so Betrugsfälle oder so groß angelegte Systeme wie das Ponzi-Scheme und so. Ich finde das einfach unfassbar, in welchem Ausmaß da Betrug begangen wird, wie viele Menschen davon betroffen sind, was das teilweise eben auch für globale Auswirkungen haben kann, wenn dort Verbrechen geschehen. Also das finde ich total spannend. Da bin ich sowohl fassungslos als fasziniert, wenn ich davon höre und deswegen ist das genau mein Ding. Vielleicht interessiert euch das überhaupt nicht, aber ja, das ist ein Neuzugang, auf den ich mich schon sehr freue. Weiter geht's mit englischsprachiger Literatur. Ich habe mir nämlich Snow Crash von Neal Stephenson bestellt. Das ist ein weiterer Titel, der empfohlen wird, wenn man mehr aus dem Cyberpunk-Genre lesen möchte, was ja eine Unterart der Science-Fiction ist. Auch hier gibt es ein Metaverse oder ein Cyberspace, der eine große Rolle spielt in der Geschichte, in der sich sehr viel abspielt, wahrscheinlich sogar mehr als in der wirklichen Realität. Es ist natürlich auch schon technologisch sehr viel weiter als das, was wir heute sehen. Ich mag Settings dieser Art unheimlich gerne, weil es mir
eine Idee davon gibt, wohin sich vielleicht unsere Welt entwickeln wird oder wohin der digitale Fortschritt noch geht. Es hat aber oft auch sehr viele Schattenseiten und zeichnet eher eine dystopische Zukunftsvision. Also das mag ich an dem Genre grundsätzlich auch sehr gerne. Und Snow Crash ist wohl eine Droge, die sich immer weiter ausbreitet. Und das ist eine Droge, die ja sowohl die Personen hinter den Avataren befällt, aber wohl auch eine Art Computervirus, der sich über die menschliche Person hinaus, über den Avatar in den Cyberspace ausbreitet. Ich bin total gespannt, was das bedeutet und wohin das führt. Es scheint aber für sehr viel Unruhe zu sorgen in dem System. Wir begleiten da natürlich einige Figuren, deren bisheriges Leben durch diese neue Droge wohl ganz schön durcheinander gerät. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass es eine bessere Erfahrung wird als mit William Gibson und seiner Sprawl-Trilogie, bei der ich ja im zweiten Teil ausgestiegen bin, weil ich wirklich gar nichts mehr verstanden habe und weil ich auch den Eindruck hatte, es gibt gar keinen roten Faden oder es ist zumindest von der Konstruktion der Geschichte her nicht so richtig nachvollziehbar. Ich hoffe, dass es mir hiermit anders geht, denn das Genre mag ich wirklich sehr und ich möchte ja unbedingt mehr Science-Fiction lesen und gerade auch diese Subkategorie gefällt mir. Ich habe ja auch noch vor, Cyberpunk zu spielen in Kürze. Jetzt hat sich Dragon Age dazwischen gemogelt, aber bald werde ich dann doch mal in dieses futuristische Setting abtauchen und ich denke, dazu würde diese Lektüre unheimlich gut passen. Deswegen setze ich große Hoffnung in die Lektüre. Dann blende ich euch hier mal drei Cover ein, über die ihr euch eventuell wundern werdet. Vielleicht habt ihr aber auch meinen Lesemonat November, Dezember schon gesehen, dann wundert ihr euch nicht. Ich habe die ersten drei Bände der Black Dagger Brotherhood-Reihe erneut gelesen. Ich habe sie das erste Mal gelesen, so mit 16, 17, also vor knapp 20 Jahren. Ich habe gerade wieder große Lust auf Vampirromane und die kamen mir direkt ins Gedächtnis, als ich so überlegt habe, was ich da nochmal lesen könnte. Ich wollte vor allem wissen, wie mir die Reihe heutzutage gefällt oder wie sie auf mich wirkt, denn ich kann mich noch sehr genau erinnern, in welchem Alter ich sie gelesen habe und in welcher Lebensphase ich da gesteckt habe. Ich habe alle drei Titel noch im letzten Jahr gelesen, das heißt, die landen auch nicht auf dem Sub. Und falls ihr wissen möchtet, ob das Experiment erfolgreich war, dann schaut doch gerne im Lesemonat November und Dezember vorbei. Dort spreche ich außerdem über folgendes Hörbuch, nämlich The Woman in Me von Britney Spears. Ich habe die Autobiografie von Britney Spears als Hörbuch gehört, ebenfalls noch im November. Das heißt, auch dieses Buch landet über den Jahreswechsel nicht auf meinem Sub und auch hier könnt ihr im Lesemonat November und Dezember erfahren, wie ich es fand. Außerdem hat mich im November noch ein Rezensionsexemplar erreicht, nämlich Rote Augen von Myriam Leroy, wenn ich das richtig ausspreche. Eine französischsprachige Autorin aus Brüssel, die in ihrem Buch eine Geschichte über Cybermobbing und Stalking schreibt. Wir begleiten eine Protagonistin, die als Journalistin arbeitet, auch eine eigene Radiosendung hat und eines Tages über Facebook eine Nachricht von einem Mann erhält, der offensichtlich ein Bewunderer und Fan ist. Er schüttet sein Herz aus, er macht ihr viele Komplimente und tatsächlich antwortet sie ihm kurz und freundlich, ohne zu ahnen, dass diese Kommunikation sehr schnell zu einer Belastung wird und auch zu einer Bedrohung. Dieser Mann scheint wirklich absolut besessen von ihr zu sein und was zuerst als Verehrung beginnt, kippt relativ schnell in Hass und Verachtung um. Es geht dann auch viel darum, wie ihr Umfeld auf diese Besorgnis reagiert, auch auf ihr Verhalten, also wie oft sie dann auch eine Schuldzuweisung bekommt, warum hat sie ihm überhaupt geantwortet, hätte sie das nicht ahnen können und ist sie nicht auch irgendwo ein bisschen selbst daran schuld, dass sich das so entwickelt hat. Die Polizei kann ihr natürlich kaum helfen, solange nichts wirklich Gravierendes passiert und so weiter und so fort. Und ich fand, das klang unheimlich beklemmend und bedrückend. Und ich lese das Buch gerade, wie ihr seht. Ich bin auch kurz vorm Ende. Ich denke, ich werde euch das noch im Lesemonat Januar rezensieren. Deswegen möchte ich hier gar nicht zu viel verraten. Aber vielleicht macht euch dieser kurze Anriss ja schon neugierig. Der Lesemonat wird sicherlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ich werde vorher noch die Statistik machen, damit das auch abgehakt ist und dann komme ich hoffentlich in den normalen Modus für 2024. Der letzte Neuzugang aus dem November ist ein Comic-Klassiker, über den ich auch gar nicht so viel mehr weiß, außer dass er eben sehr einflussreich war für das Genre, viele Preise abgeräumt hat und sogar verfilmt wurde mit Johnny Depp. Es geht um From Hell von
Alan Moore und Eddie Campbell. Das ist ja die Geschichte von Jack the Ripper. Alan Moore ist mir ja durchaus auch schon durch die Batman-Comics ein Begriff und mir ist dabei aufgefallen, dass er eben wirklich gute Geschichten schreibt. Und ich hoffe, dass das hierin auch nochmal zum Tragen kommt. Ich bin eigentlich nicht der größte Fan von so Geschichten über Serienmörder, insbesondere dann, wenn man sich zu sehr um diesen Mörder dreht und viel weniger um die Opfer, deren Familien und was das alles so drumherum auslöst. Ich habe immer das Gefühl, man baut dann so eine Art Kult rund um einen kranken Menschen auf, der gar nicht so richtig gerechtfertigt oder legitimiert werden kann. Ich hoffe, dass mir dieses Gefühl hier bei diesem Comic nicht kommt, dass das alles in der richtigen Art und Weise erzählt wird, ohne Jack the Ripper zu glorifizieren. Also ich wünsche mir hier ein recht nüchternes Porträt, das aber durchaus natürlich unterhaltsam und spannend ist, aber hoffentlich auch den richtigen Ausgleich findet und das Geschehen einordnet in die Zeit auch, in der diese Morde passiert sind. Ich bin unheimlich neugierig darauf. Das ist ein unglaublich fetter Klopper. Das ist ein riesiges Werk. Das sind wohl auch 16 einzelne Teile, die in diesem Buch stecken. Ich werde mir vermutlich danach auch nochmal die Verfilmung mit Johnny Depp anschauen. Ich finde das auch immer interessant, wenn Comics verfilmt werden, weil hier ja schon eine grafische Komponente drin ist. Da kann man noch viel genauer schauen, inwiefern sich die Verfilmung an die Vorlage gehalten hat, ob vielleicht auch einzelne Szenerien, die hier dargestellt werden, 1:1 im Film übernommen werden. Ich finde, das ist ein äußerst spannender Aspekt an Comic-Verfilmungen. Bin also auch hier sehr, sehr gespannt. Auch hier werde ich mir sehr viel mehr Zeit lassen müssen, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das so ein dickes Buch ist. Es ist auch unglaublich schwer zu halten. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig viel Spaß macht, das zu lesen. Ich muss auch mal schauen, wie gut sich das umblättern lässt. Aber auch davon werde ich berichten. Das ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Es ist also kein farbiger Comic, sondern sehr, sehr klassisch, wie ihr seht. Auch da bin ich mal gespannt, ob mich das auf Dauer begeistern kann oder ob ich mir da noch mehr visuelle Spielerei wünschen würde oder ob ich das genau richtig finde, vielleicht auch für das Thema, um das es hier geht. Ja, all das werdet ihr erfahren, wenn ich es gelesen habe. Eigentlich hätte das vollkommen ausgereicht an Neuzugängen kurz vorm Jahresende, aber ich habe im Dezember nochmal ungefähr genauso viele Bücher gekauft. Und aus dem Grund machen wir jetzt weiter mit den Neuzugängen aus dem Dezember. Und da geht es los mit einem Buch, das ich schon lange haben wollte, aber ich war mir nie so ganz sicher, in welcher Ausgabe ich es gerne lesen möchte. Hier ist es andersrum. Ich habe die Verfilmung gesehen und wollte dann gerne wissen, wie die Romanvorlage so ist, auch wenn ich da schon gemischte Meinungen zugehört habe. Und jetzt habe ich kurz vor Weihnachten dann diese wunderschöne Ausgabe gesehen, die auch eigentlich für das, was sie an Ausstattung mitbringt, sehr, sehr günstig war. Plus nochmal irgendwie ein 20% Gutschein, den ich hatte. Also da konnte ich nicht mehr widerstehen. Es geht um eine Ausgabe von Little Women. Die Verfilmung mit Timothée Chalamet habe ich sehr, sehr geliebt und auch mehrfach geschaut und habe mich da immer wieder gefragt, ob das im Buch auch so unterhaltsam ist, was da vielleicht noch drin steckte, weil ich schon das Gefühl hatte, dass für den Film auch einiges gekürzt werden musste. Und wenn ich jetzt so die Dicke dieses Buches betrachte, dann kann ich mir das auch weiterhin vorstellen. Es kann aber natürlich auch sein, dass genau das Richtige gekürzt wurde und das Buch demnach eher nicht so unterhaltsam und schön ist. Ich werde es herausfinden, aber auf jeden Fall war ich von dieser Ausgabe total begeistert mit diesem Goldschnitt. Außerdem hat es hier diese Banderole, die man abnehmen kann. Es ist dann so ein, erstmal eine schöne Gestaltung, aber es hat auch so eine Prägung überall. Und es hat innen diese illustrierten Seiten, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das war mal wieder so ein Kauf, wo ich einfach von der Ausstattung des Buches so überwältigt wurde, dass mein Gehirn ausgesetzt hat. Ich mache mir nämlich sicher etwas vor, wenn ich behaupten würde, das Buch lese ich sofort, weil ich es unbedingt brauchte und eh schon lesen wollte. Ich gehe davon aus, dass das auch wieder so ein Buch ist, das ein bisschen zu lange bei mir auf dem Sub liegen wird und vielleicht irgendwann von meiner Rache eingesammelt werden muss. Aber ja, an der Ausgabe kam ich irgendwie nicht vorbei, aber ich war in diesem Dezember auch ohnehin in so einer Kauflaune. Die hat sich auch noch auf viele andere Teilbereiche meines Lebens ausgewirkt und ja, jetzt muss ich mit den Konsequenzen irgendwie leben. Aber ja, vielleicht sucht ihr ja noch ein Geschenk und kennt jemanden, der die Geschichte total liebt und sich vielleicht auch über diese Ausgabe freuen würde. Deswegen wollte ich sie euch unbedingt mal zeigen, weil ja, ich bin auf jeden Fall verliebt und hoffe, dass mir das Buch genau die gleichen Gefühle gibt wie der Film. Der hat sich, obwohl er ja recht modern und neu ist,
ist direkt so etwas etabliert, bei dem ich mich sofort fallen lassen kann. Ein Film, bei dem ich mich unheimlich wohlfühle, der so eine gewisse Gemütlichkeit vermittelt. Also mir macht der großen Spaß und das Gleiche erhoffe ich mir natürlich von der Romanvorlage. Mal sehen, ob sie das hält oder ob mir die Verfilmung am Ende lieber ist und ich das Buch wieder aussortiere. Ihr werdet es erfahren. Dann habe ich mir auch zwei Penguin Classics gekauft. Einmal von Angela Davis, Women, Race and Class. Angela Davis hatte ich eh schon auf meiner Leseliste. Ich habe bisher noch nichts von ihr gelesen und ich denke, das ist ein gutes Werk, um sich einen Überblick zu verschaffen über ihre politischen Standpunkte und Überzeugungen. Das, wofür sie sich gesellschaftlich einsetzt, ist für mich auch eine Möglichkeit, mal Feminismus aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es wird ja auch oft kritisiert, dass Feminismus oft sehr weißzentriert ist und das ist natürlich nochmal eine andere Sicht auf die gesamte Thematik. Hier lerne ich also mit Sicherheit noch sehr viel dazu und darauf freue ich mich. Der zweite Titel aus der Penguin Classics Reihe ist Requiem for a Dream und auch hier wieder der eigentlich ungewöhnliche Weg. Ich habe erst die Verfilmung gesehen und das ist auch schon ein paar Jahre her. Der Film hat mich ganz schön schockiert und mitgenommen. Also das war richtig heftiger Stoff und auch so sehr, dass ich erstmal gar nichts von der Geschichte hören wollte. Aber jetzt so nach ein paar Jahren stelle ich mir schon die Frage, was steckt vielleicht noch in der Romanvorlage drin? Denn da geht es eben viel um die Figuren, die alle auf ihre Art süchtig sind nach etwas. Also wir begleiten ein junges Pärchen, das tatsächlich drogensüchtig ist. Es geht aber auch um die Mutter des jungen Mannes, die mehr oder weniger die ganze Zeit vorm Fernseher hockt und eine TV-Show guckt, bei der sie sich irgendwie auch einbildet, ein Teil davon zu sein oder irgendwie Teil davon werden zu können. Also sie verbringt ihr komplettes Leben vor diesem Fernseher und träumt von einem anderen Leben, ist gleichzeitig aber auch tablettenabhängig. Natürlich sind die Kosten eines solchen Lebensstils ganz schön hoch und das nimmt alles ein dramatisches und furchtbares Ende für diese Figuren und es ist wirklich so niederschmetternd und hoffnungslos, dieses Ende auch von diesem Film, dass ich sehr, sehr gespannt bin, wie das hier im Buch angelegt war. Es ist auf jeden Fall ein Stoff, der wahrscheinlich niemals alt wird, der immer relevant bleibt. Das Buch ist von 79. Ich weiß noch nicht so genau, wann ich mich daran traue, weil eben das, was der Film in mir ausgelöst hat, noch sehr, sehr präsent ist. Allerdings bin ich in der Zwischenzeit natürlich auch älter geworden, habe noch ein bisschen mehr Übung, wenn es um harte Kost geht und die furchtbare Realität. Vielleicht ist es also halb so wild, wenn ich es denn jetzt nochmal lese. Aber ja, als Jugendliche hat mich das ganz schön umgehauen und ich muss auch sagen, das war eine gute Möglichkeit oder nochmal eine gute Erinnerung, sich von Drogen fernzuhalten. Also ich war jetzt sowieso nie besonders interessiert daran, aber das war definitiv nochmal eine gute Veranschaulichung dessen, was passieren kann, wenn man drogenabhängig wird und das war ja nicht so leicht zu verdauen. Zu Weihnachten habe ich ein Geschenk erhalten von einer lieben Zuschauerin und da war folgendes Buch dabei, nämlich Root Girl von Birgit Weihe. Birgit Weihe war einmal im Rahmen eines Austauschprogrammes an einem US-College und hat dort unterrichtet und ihr wurde dann dort in einer Gruppe der Vorwurf der kulturellen Aneignung gemacht, also dass sie das Privileg als Weiße nutzt, um die Geschichten von Schwarzen zu erzählen und sie hat dort in ihrer Zeit in den USA auch eine afroamerikanische Germanistik-Professorin kennengelernt, die auch karibische Wurzeln hat und bei der die Problematik besteht, dass sie für die Schwarzen zu weiß und für die Weißen zu schwarz ist und mehr oder weniger nirgendwo dazu gehört. Und genau deren Geschichte erzählt Birgit Weihe in diesem Comic, in dieser Graphic Novel. Es gibt aber wohl auch eben diese Metaebene der Frage, wie kann Birgit Weihe als Weiße überhaupt diese Geschichte dieser Frau erzählen, ohne irgendwelche Grenzen zu übertreten oder sich der kulturellen Aneignung schuldig zu machen? Und dadurch entsteht wohl hier auch eine weitere Erzählebene, die sich damit auseinandersetzt. Das klingt total spannend. Ich glaube, das Buch war auch, soweit ich mich erinnere, für die Hotlist nominiert, hat es auch gewonnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, aber ich hatte mir das auf die Wunschliste geschrieben, weil ich es irgendwo in diesem Rahmen gesehen hatte und bin demnach total happy, dass ich das Buch zu Weihnachten bekommen habe. Also vielen Dank nochmal dafür. In meinem letzten Lesemonat von November und Dezember habe ich erwähnt, dass ich die beiden nächsten Sammelbände der Monstrous-Reihe bestellt habe. Die sind auch angekommen, das ist Band 7 und Band 8. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass die beide sehr ähnlich aussehen. Ich hatte fast das Gefühl, ich habe zweimal dasselbe Buch bekommen, aber es sind tatsächlich unterschiedliche Bände.
Ich habe auch in dem Lesemonat erwähnt, dass das quasi die letzte Chance für die Reihe ist, mich nochmal zu überzeugen. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden, wie sich die übergeordnete Geschichte entwickelt. Ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Blendwerk, sehr viel Füllmaterial. Eigentlich bewegt sich die Geschichte gar nicht weiter. Es wird einfach immer nur irgendwas Unnötiges hineingeschoben, um mehr Bände schreiben und verkaufen zu können. Ich mag das nicht, deswegen ist das jetzt die letzte Chance für die Reihe, mich nochmal vom Gegenteil zu überzeugen. Ich bin gespannt, ob das gelingt, werde diese beiden Bände irgendwann im Laufe des Jahres lesen und dann eine finale Entscheidung treffen, ob ich die Reihe weiterverfolge oder nicht. Zumal ich auch kein Fan davon bin, unbeendete Reihen in meinem Regal stehen zu haben. Das heißt, es wird wohl zwangsläufig auch dazu führen, dass ich die komplette Reihe aussortieren würde, wenn mich diese beiden Bände nicht überzeugen. Also ja, seid gespannt. Ich werde irgendwann im Laufe des Jahres eine Entscheidung treffen. Dann habe ich mir noch den dritten und abschließenden Band der Dune-Comic-Reihe bestellt. Diese Comic-Reihe spielt 35 Jahre vor den Ereignissen aus Der Wüstenplanet, also bevor wir Paul Atreides kennenlernen, also das, was jetzt gerade in der aktuellen Verfilmung so abgedeckt wird, aber eben auch die initialen Romane von Frank Herbert. Das hier spielt 35 Jahre vorher, das sind drei Teile, das ist der dritte Teil. Den ersten habe ich schon gelesen, dann habe ich irgendwie lange den zweiten nicht gekauft und jetzt habe ich mir erst den dritten gekauft. Ich werde also alle drei Teile jetzt auch nochmal in einem Rutsch lesen. Gerne bevor der zweite Teil der Dune-Verfilmung in die Kinos kommt, das ist ja im Februar, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Vorgeschichte zu dem, was eigentlich vor dem Wüstenplanet noch so passiert ist. Das sind wohl auch Dinge, die Frank Herbert in seinen Notizen und Aufzeichnungen hatte und sein Sohn Brian Herbert hat daraus eben diese Vorgeschichte gemacht. Mir gefiel der erste Band sehr gut, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die Comic-Reihe zu lesen. Ich hatte da schon das Gefühl, dass ich noch viel mehr über die Zusammenhänge und die Welt gelernt habe, auch wenn das natürlich in so einem Comic-Format nicht die Tiefe erreicht wie in den Romanen, die Frank Herbert geschrieben hat. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr bereichernd. Mir hat das auch optisch unheimlich gut gefallen. Es sind nur drei Teile, das heißt, hier geht es nicht unendlich weiter, worüber ich auch schon sehr, sehr froh bin. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt im Februar vermutlich diese drei Bände noch einmal zu lesen. Ich habe ja dann auch noch das Buch zur Verfilmung da, also wo so ein bisschen die Entstehung der Verfilmung von Villeneuve beschrieben wird. Das werde ich mir auch jetzt im Februar anschauen, alles in Vorbereitung auf den zweiten Teil, den ich im Kino gucken werde. Und wenn ich Glück habe und ich meinen Freund wirklich überredet bekomme, dann machen wir sogar einen Marathon. Also in unserem Kino läuft der erste Teil und danach direkt der zweite Teil. Und ich hoffe sehr, dass wir dafür noch Tickets ergattern können. Das wäre für mich der absolute Traum. Also ich freue mich riesig darauf und bin einfach froh, dass mein Jahr 2024, was das angeht, schon mal wirklich gut startet. Im Dezember haben mich auch die drei Büchergilde-Titel erreicht, die ich mir für das erste Quartal 2024 als Büchergilde-Botschafterin ausgesucht habe. Auch die Bücher werde ich jetzt hier nicht besonders im Detail zeigen, denn da kommt in Kürze das Video, in dem ich alle drei Titel ausführlich rezensieren werde. Die sind also auch schon gelesen und von meinem Sub runter. Ich zeige sie euch also nur kurz. Einmal ist das Kerbholz von Carl Nixon. Das ist ein Roman, der in Australien, um genauer zu sein, auf Neuseeland spielt. Eine englische Familie verschwindet dort spurlos und erst viele Jahrzehnte später tauchen sowohl eine jugendliche Leiche als auch ein Kerbholz auf. Beides scheint mit dem Verschwinden dieser englischen Familie zu tun zu haben. Eine Angehörige wird in England kontaktiert, die sich dann kurzerhand auf den Weg macht und vor Ort nach Antworten sucht. Sie hat auch damals, kurz nach dem Verschwinden ihrer Verwandten, versucht, mehr herauszufinden, ist daran aber gescheitert. Und dass dieser Fall jetzt nach so vielen Jahren wieder aufgerollt wird, ist ein großes Mysterium. Denn diese Leiche deutet darauf hin, dass eines der verschwundenen Kinder noch sehr lange im neuseeländischen Hinterland überlebt hat. Und ja, welche Geschichte dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Buch. Außerdem habe ich mich für den aktuellen Roman aus der Büchergilde Weltempfängerreihe entschieden. Das ist in diesem Fall philippinische Literatur, auch ein Land, das ich, glaube ich, literarisch noch gar nicht bereist habe. Und das ist ja das, was ich an der Büchergilde Weltempfängerreihe so sehr schätze. Man hat da wirklich immer Bücher aus Ländern, aus denen man normalerweise selten etwas liest. Und demnach habe ich mich auch hier sehr auf die Lektüre gefreut, auch wenn es erstmal nach etwas klingt, was mir vielleicht gar nicht so
so sehr gefällt. Es ist nämlich offensichtlich ein Roman mit Krimi-Elementen. Zu Beginn der Geschichte taucht ein Sarg auf und schnell wird klar, dass die Person, die eigentlich tot in diesem Sarg liegen sollte, quicklebendig als Sängerin in einem Nachtclub arbeitet. Und warum das so ist, was das mit der philippinischen Gesellschaft zu tun hat, was das mit den vielen Arbeitern zu tun hat, die aus den Philippinen überall auf der Welt als Gastarbeiter arbeiten, ja, das erfahrt ihr in diesem Roman. Und zu guter Letzt, Buch Nummer 3 ist Der Kaninchenstall von Tess Ganti. Das Buch wurde bei Veröffentlichung ganz schön durch die Presse gejagt, hatte ich den Eindruck. Also da haben sich die positiven Stimmen überschlagen und zwar so sehr, dass ich dem Ganzen misstraut habe. Da passte es mir also ganz gut, dass die Büchergilde den Titel ins Programm aufgenommen hat. Ich war sehr neugierig und ob sich das ausgezahlt hat, ob ich mich diesen vielen Lobeshymnen anschließen kann oder nicht, erfahrt ihr dann ebenfalls im Lesemonat Januar. So, und bevor wir zu den Batman-Comics kommen, habe ich noch einen sehr spontanen Neuzugang, nämlich Fourth Wing. Das ist einer Dummheit geschuldet. Ich habe mir Leseproben heruntergeladen. Ich habe von Fourth Wing natürlich viel mitbekommen über Instagram. Ich glaube, es ist ja hauptsächlich auf TikTok gehypt, aber das schwappt auch immer ein bisschen rüber auf Instagram, wo ich es dann auch irgendwann mal mitbekomme. Das ist also ein Buch, das unglaublich viele Fans hat und einfach nur aus Neugierde und weil es ein Fantasy-Roman ist, habe ich gedacht, ich lade mir mal die Leseprobe herunter und schaue, wie es mir gefällt. Und diese Leseprobe war schon so, dass ich mir dachte, Hilfe, was ist das? Das war alles. Das war super unterhaltsam, ganz schnell von der Geschwindigkeit, so ganz unterirdisch vom Schreibstil her, so richtig einfach und blöd zum Teil, auch die Wiederholungen, das ganze Worldbuilding hat keinen Sinn gemacht, aber ich war trotzdem schon von dieser Leseprobe irgendwie so irritiert und gleichzeitig begeistert, dass ich dachte, jetzt habe ich die Leseprobe beendet. Ich habe eigentlich das Gefühl, das ist kein gutes Buch und es wird mir nicht gefallen, aber es geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. Und dann habe ich so ein paar Stories auch gemacht und euch gefragt, ob es eine gute Idee wäre, mir das Buch herunterzuladen und zu lesen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es mir im Dezember dann heruntergeladen und im Januar beendet. Das heißt, im Lesemonat Januar hört ihr dann auch meine Meinung zu Fourth Wing, dem wohl größten Buchhype der letzten Zeit. Und ihr werdet erfahren, was ich von dem Buch halte. Ich weiß, dass viele von euch da schon total neugierig drauf sind. Ich werde auch hin und wieder noch auf Instagram gefragt, wie es denn nun aussieht, wann denn der Lesemonat kommt, wann ich denn endlich meine Meinung dazu sage. Denn ja, ihr habt schon einen ganz guten Riecher. Es ist natürlich nicht das, was ich normalerweise lese, obwohl ich das vielleicht auch gar nicht mehr behaupten darf, nachdem ich jetzt eben diese Black Dagger-Reihe erneut gelesen habe und daran meine helle Freude hatte. Also ist das mit dem Lesegeschmack ja auch etwas, was sich sehr variabel gestaltet und je nach Lebensphase auch mal komplett in die andere Richtung gehen kann. Ich weiß auch, dass gerade die expliziten Sexszenen in dem Buch eine große Kontroverse ausgelöst haben, gerade weil es eigentlich ja ein Genre ist, in dem es nicht unbedingt notwendig ist. Also das habe ich zum Beispiel bei der Black Dagger-Reihe erzählt. Es ist einfach im Kern eine Liebesgeschichte, die sich in erster Linie auch an erwachsene LeserInnen richtet und da geht es eben schon ganz schön zur Sache und da sind dementsprechend viele und auch lange explizite Sexszenen enthalten. Jetzt ist aber die Frage, ob das in so einem Fantasy-Setting überhaupt sein muss. Und ja, was ich davon halte, werdet ihr unter anderem dann im Lesemonat Januar hören. Und damit komme ich jetzt zu den letzten Neuzugängen aus dem Dezember und das sind 4 Batman-Comics. Also wer jetzt keinerlei Interesse an Batman-Comics hat, kann an dieser Stelle auch schon abschalten. Ich freue mich aber natürlich, wenn ihr dranbleibt und auch den Comics eine Chance gebt. Ich habe immer wieder nach Empfehlungen für Batman-Comics gefragt und das ist letztlich auch für alle diese 4 neuen Batman-Comics der Grund, weswegen sie bei mir eingezogen sind. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr so stark darüber informiert, was jetzt genau Teil der Geschichte ist. Ich möchte mich da gerne überraschen lassen. Das erste Buch ist Batman 3 Jokers und ich glaube, man sieht es schon so ein bisschen auf dem Titelbild. Es gibt offensichtlich 3 Varianten des Jokers in dieser Geschichte. Das ist natürlich ein Titel aus dem DC Black Label. Ich habe schon mehrfach erwähnt, warum ich das am liebsten lese, weil es eben sich so ein bisschen vom Kanon entfernen darf, auch mal gewagtere Entscheidungen in Bezug auf die klassischen Figuren des Batman-Universums treffen darf und auch trifft. Mir gefällt das unheimlich gut. Es ist oft auch noch mal ein ganzes Stück düsterer als das, was unter dem normalen DC-Label erscheint. Und ja, wie bereits erwähnt, ich kann euch nicht viel mehr dazu sagen. Hinten steht auch nur drauf, Batman dachte die ganze Zeit, er hat es mit nur einem Mann zu tun. Wenn es um den Joker geht, um seinen großen Erzfeind, stellt sich heraus, es sind 3 verschiedene Joker. Ich bin genauso ratlos wie er. Ich möchte wissen, was der Grund dafür ist. Der nächste Comic ist Batman The Black Mirror. Auch hier
steht hinten immer wenig Erklärendes drauf. Das ist bei diesen Comics aber auch wirklich normal. Letztlich steht hier auch nur, dass sich Batman und Commissioner Gordon ja schon seit Jahrzehnten zusammen um die Verbrechensbekämpfung in Gotham City bemühen und kümmern. Es nimmt aber natürlich kein Ende und in diesem Fall kommt dann wohl ja etwas ans Licht, irgendetwas, das beide vollkommen aus den Socken haut, obwohl sie natürlich dachten, dass sie alles schon gesehen hätten. Und zwar ist es etwas aus dem persönlichen Umfeld von Commissioner Gordon. Und das macht mich neugierig. Ich bin gespannt, welches Unheil da aus dem innersten Kreis sozusagen kommt. Auch hier, mehr weiß ich darüber nicht. Ich denke, das ergibt auch mehr Sinn, wenn ich dann im Lesemonat darüber spreche, als wenn ich euch das anteasere. Oft klingt der Klappentext bei Comics gleich, deswegen will ich hier gar nicht versuchen, das anders darzustellen. Ich lasse mich überraschen. Das nächste klingt wieder total spannend und ist natürlich ein Comic aus dem DC Black Label. Es geht nämlich um Batman and the Joker, The Deadly Duel. Und ja, genau das passiert. Batman und Joker kämpfen gemeinsam, denn es ist sowohl Harley Quinn entführt worden als auch Commissioner Gordon. Das heißt, die beiden wollen einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben zurückhaben und entscheiden sich dann zusammenzuarbeiten. Ich bin unheimlich gespannt, wie das aussieht und wie das funktionieren soll. Darauf habe ich richtig Lust. Das klingt irgendwie total verrückt. Und hier hat mich der Stil auch sofort gepackt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier jetzt so gut erkennen könnt. Ich werde euch im Lesemonat, wenn ich das gelesen habe, auf jeden Fall noch mal ein bisschen Nahaufnahmen machen. Aber das ist so ein Stil, der hat sowohl dieses Moderne, was ich an Comics definitiv mehr mag als dieses sehr alte, klassische, aber auch noch was Besonderes darin, was ich jetzt zum Beispiel bei The Black Mirror nicht gesehen habe. Also ich werde mal schauen, wenn ich die auch nah beieinander lese, dass ich euch die vergleiche in Bezug auf die Gestaltung, damit ihr auch noch ein bisschen mehr den Eindruck bekommt, was mir persönlich gefällt, um davon eben auch ableiten zu können, inwiefern meine Empfehlungen auch für euch relevant sein könnten. Es ist ja immer leichter, wenn ihr sehr genau versteht, was mir gefällt. Und demnach möchte ich das vielleicht auch nochmal in einem Extra-Video, wo ich nochmal alle Batman-Comics, die ich bisher gelesen und gemocht habe, vorstelle. Ich glaube, das hier wird der Comic, den ich als erstes lesen werde. Und der letzte Batman-Comic ist mal wieder eine Deluxe Edition und damit unglaublich schwer, groß und sperrig. Es geht um Batman Under the Red Hood. Hier geht es um Jason Todd, also den zweiten Robin. Ich habe jetzt schon so ein bisschen durch meine Lektüre der Batman-Comics ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie dieses Verhältnis zwischen Batman und Robin ist. Bin aber noch nicht so ganz firm damit, mit dem ersten Robin, dem zweiten Robin und was da so vom Kanon her an Story dahinter liegt. Das wurde immer mal so angerissen, ich habe mich aber noch nicht so richtig intensiv damit beschäftigt. Hier hinten steht auch drauf, dass Jason Todd als Teenager getötet wurde und jetzt wie ein Schatten seiner selbst durch die Straßen zieht und versucht, den Joker zu besiegen, der ihn damals wohl getötet hat. Das kann jetzt auch total falsch sein, was ich hier erzähle und alle Batman-Fans winden sich jetzt gerade, weil ich mit totalem Unwissen glänze. Das ist auch vollkommen legitim. Ich weiß tatsächlich nicht so viel darüber. Hoffe aber, dass meine Bildungslücke durch diesen Comic auch ein bisschen geschlossen wird. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich den gelesen habe, dann auch noch ein bisschen zu recherchieren, wenn irgendwas unklar ist. Also bitte verzeiht mir das. Ich bin jedenfalls neugierig darauf. Hier geht es natürlich auch um die Beziehung zwischen Batman und Robin und in diesem Fall eben speziell Jason Todd und dem, was da so passiert ist in der Vergangenheit. Batman fühlt sich schuldig jedenfalls und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jason zurückzuholen, ihm zu helfen, ihn auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Und ich bin unheimlich gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ich hoffe demnach, dass es hier auch ein bisschen mehr um diese Beziehungskomponente geht und dass sich eben mit diesen actionreichen Szenen auch abwechselt. Ich mag das grundsätzlich gerne, auch in den Comics, wenn es dort auch mal ruhigere Momente gibt, wo eine dramatische oder tragische Hintergrundgeschichte aufgerollt wird, wo eben die Beziehung von zwei Figuren noch ein bisschen mehr erkundet wird und das eben auch Platz findet in so einem Comic. Ich hoffe sehr, dass das auch in diesem Buch der Fall ist. Und damit habe ich euch jetzt alle Neuzugänge gezeigt. Das war eine ganz schöne Menge. Das Video hat auch deutlich länger gedauert, als ich eigentlich eingeplant hatte. Ich wollte noch ein zweites Video drehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch klappt. Lasst mir wie immer gern Feedback da zu den Büchern, die ich euch gezeigt habe. Worauf hättet ihr am meisten Lust? War da Inspiration für euch dabei? Habt ihr euch irgendwas auf die Wunschliste geschrieben, was ich euch gezeigt habe? Ich freue mich da immer von euch zu hören und hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.